Aber auch Anarchie, man kann ja irgendwelche Leute abstechen, das ist übelst lustig gewesen. Das nehme ich an den Anfang an. Leute abstechen, lustig, haha, lol. Ich hab's nicht. Intro. Videospiele ist ein schönes Thema. Absolut, aber ich dachte, es geht um Rails. Es geht um alles Mögliche. Games heute, ja. Rails, alles Mögliche. Oh, wir sind ja mitten, war das jetzt ein Cold Opener oder was? Hallo? Leute, habt ihr uns jetzt hier eiskalt erwischt, wie wir über Videospiele erzählen? Warum machen wir das denn? Bleibt doch dabei. Einfach hier. Wenn ihr schon einmal da seid, ihr habt doch nichts zu verlieren. Es gibt da auch keine bessere Unterhaltung im Netz als den Brennpunkt Internet. Oh, Moment, ich korrigiere mich. Der Brennpunkt Hörerwunsch. Oh, wir sollten das öfter machen. Ich finde auch. Wir erzeugen zusammen den braunen Ton. Ich habe hier so ein bisschen schon Dünnes auf dem Stuhl jetzt unter mir. Ich feste es. Ist das nicht ein gutes Intro für einen Podcast-Spezial-Hörerwunsch über das Thema Games heute mit Schwerpunkt auch auf Videospielsucht zum Beispiel und Geld ausgeben für Videospiele? Das hat sich ein bisschen gewandelt. Ja. Und all das hat sich Queen Sierra gewünscht, hat uns nämlich gebucht, das können Menschen tun für, danke für die 20 Spende. Euro. Macht es, solange es noch so billig ist, weil vielleicht werden wir irgendwann ganz bekannt und beliebt und alles. Und dann sagen wir, naja, jetzt kostet das 21 Euro, ihr Assis. Oder 221 Euro. Vielleicht auch das. Wir werden sehen, noch läuft das ganz gut mit den 20 Euro. Wir haben jetzt auch festgelegt, dass wir das so ein bisschen reinvestieren in das Wohl des Podcasts. Ob das jetzt nun ein Abo bei Soundcloud ist, wo es anfänglich gerade ein bisschen Probleme gibt, aber das kriegen wir hin. Oder Promotion zum Beispiel. Ja? Genau. Oder besseres Sound-Equipment. Schmeiß mal den Schmutz hier mal bei Radio Lotte einfach weg. Spaß. Ja. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das war ein kleiner Gaudi. Nein, aber dass wir auf Spotify stattfinden können, das ist dann ein gutes Reinvestitionsziel. Ja, das ist korrekt. Euer Geld ist gut aufgehoben bei uns, wie die GEZ-Gebühren auch beim Start. Ja, definitiv sehr, sehr gut aufgehoben. Nein, keine Ironie. Ja, also Videospiele ist ein großes Thema, denn Videospiele kann man genießen, ohne GEZ zu bezahlen. Ist das nicht wunderbar? Ja, man zahlt zwar andere Beiträge, aber keine GEZ. Ja, ich mag Videospiele. Du bist nicht ganz so krass Hardgamer, oder? Nee, ich bin kein Hardliner. Würdest dich auch nicht als Gamer bezeichnen? Nein. Nein. Für mich ist es kein großer Teil meines Lebens. Es ist eher so ein manchmal mache ich es schon so, wie Sex, manchmal mache ich es schon, aber es muss jetzt auch nicht immer sein. Ja, und Geld bezahlen dafür auch nicht, oder? Auch kein Geld bezahlen. Ja. Na, also ich würde mich schon als Gamer bezeichnen, obwohl ich in den letzten Jahren ein bisschen weniger gezockt habe, weil man hat ja keine Zeit, man jettet nur hin und her, das halt ist als Influencer. Man muss dauernd beim Radio irgendwelche Interviews geben, irgendwelche YouTuber wollen Interviews, dann weißt du, musst du weiter zum Circle-Quiz und so. Und Arbeitsamt, man hat es nicht leicht, ja, du sagst es. Aber trotzdem, im Herzen ein Gamer, ganz klar. Das letzte Mal, dass ich richtig exzessiv gezockt habe, war Red Dead Redemption. Das juckt dich auch so gar nicht, weil null. GTA hatte ich ja schon, ne? Richtig, GTA so, also GTA 2, da fing es an. Dann hatte ich GTA für den Game Boy Color damals noch. So fing es an. Und danach kam GTA 2 für die PS1 und so. Und dann habe ich eine lange Pause gemacht und ich bin ein Riesenfan gewesen von GTA San Andreas. Oh, ja. Grand Theft Auto San Andreas. Haben wir uns gerade lustige Memes angeguckt. Ja, absolut. Auschwitz, here we go again. Also San Andreas ist, glaube ich, auch, also spielerisch gesehen, mein absolutes Lieblingsspiel. Ja. Aber als Gesamtkonzept habe ich ein anderes als Lieblingsspiel, weil da halt Story und so alles relevant ist. Aber wenn ich ein Spiel mit auf eine einsame Insel nehmen müsste, wäre es wohl San Andreas. Ja. Würde mir genauso gehen. Ja. Ich fand die Story halt richtig, richtig cool, sodass man von diesem Nobody aus einer Gang da wie aufsteigt zu einem Casino-Besitzer und so. Das fand ich halt ganz nice. Und auch der Soundtrack, ja, womit mich GTA immer begeistert hat. Großartig. Also eigentlich ist ja immer nicht San Andreas, sondern Vice City so als beliebtester Soundtrack, aber San Andreas schießt den Vogel ab. Das hat einfach hat halt auch viel mehr Songs noch als Vice City. Ja. Ist eine viel größere Welt und so. Also San Andreas, mein Herz schlägt für dich nach wie vor. Aber nachdem ich GTA 5 gespielt habe, kam mir die Welt von GTA San Andreas gar nicht mehr so groß vor. Ja, es gibt auch das Ding, musst du mal schauen, gibt ein YouTube-Video, wo du siehst, wie einer ganz hoch fliegt und dann per PC halt gemoddet diesen Nebeleffekt ausstellt. Und dann ist er quasi genau in der Mitte der Map und dreht sich so um und du siehst, wie klein das eigentlich ist. Und es kam mir so riesig vor. Ja, ich weiß. Wirklich, also es kommt mir auch jetzt in Erinnerung noch viel größer vor als zum Beispiel die Welt von GTA 5. Ja. Obwohl es halt totaler Quatsch ist. Es ist echt nur ein kleiner Teil.
Aber weil GTA 5 ja auch noch nur eine Stadt ist, ja. Das ist ja nur in Los Santos. Und GTA San Andreas, es war ja noch Las Venturas und San Fierro, genau, ja. Die ganzen kleinen Dörfer rundherum. Das darf man nicht vergessen. Und auch für mich hat es noch ausgemacht, die Charaktere definitiv wesentlich besser. Also in keinem anderen GTA sind die Charaktere so geil. Ich denke da zurück an Woozy zum Beispiel, Woozy, der Blinde, der dann auch vor eine Wand rennt und so. Ja, so genau. Viele geile Jokes. Ja. Natürlich auch die Gang, Ryder, Sweet, Big Smoke, die hinterfotzige Drecksau. All you had to do was to follow the damn train, TJ. Die Memes auch großartig. Ja, auf jeden Fall. Also San Andreas, da blicke ich mit Nostalgie zurück. Und ich war sehr schockiert, also Achtung Spoiler, aber ich war sehr schockiert, als dann Ryder und Big Smoke sich gegen die Hauptfigur CJ gewandt haben. Ja. Das fand ich echt ein bisschen traurig. Das war echt ein krasser Story-Twist. Ja. Ne? Dann kommt raus, dass die Mutter getötet wurde von dem Fahrer eines Green Sabre. Irgendwie so hieß das Auto, Saber vielleicht auch ausgesprochen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Sabre habe ich als Wanst einfach mal gesagt, weil so was geschrieben. Und Ryder hat man dann gesehen, aber wir reden ganz schön viel über GTA, aber es ist natürlich einfach geil, man muss darüber reden. Wenn man über Videospiele redet und nicht über San Andreas, dann ist man ein Sünder. Richtig. Dann zündet man Kirchen an. Quasi. Ja, aber wirklich großer Spaß. Ich habe ganz gern den Country-Sender gehört, den K-Rose. Louisiana Woman, Mississippi Man. Großartig, damit durch die Wüste, ne? Ja, es richtig geil. Besseres. Auf dem Quadbike am besten noch. Oh. Mit einer abgesägten Schrotflinte. Und auch was San Andreas zur Perfektion gemacht hat, wo wir vielleicht auch ein bisschen allgemeiner werden können, was ich danach vermisst habe in anderen Spielen, aber auch selbst in GTA, in der Reihe an sich, so dieses Belohnungssystem, dass du irgendwie was machst und direkt eine Belohnung kriegst. Also zum Beispiel, du kannst ja Feuerwehrmissionen machen. Ja, so. Stimmt. Machst dich 10-mal irgendwie und kriegst direkt, ich glaube, ein Feuerwehrwagen, der Feuer verschießt, wenn ich mich richtig erinnere. Wirklich? Ja, du kriegst immer direkt, du machst was und kriegst eine Belohnung. Ach, so. Ja. Bei GTA 4 zum Beispiel sammelst du halt irgendwie 200 Tauben und kriegst eine Trophäe dafür oder so. Und bis 199 passiert gar nichts. So. Und du denkst dir, warum mache ich das? Und das macht halt GTA zur Perfektion. Und da können wir auch gleich einhaken bei dem großen Thema, was ja auch für Queen Sarah, die uns hier gebucht hat, für 20 Euro, wichtig war, nämlich dieses ganze Bezahlsystem, was sich in Spielen entwickelt hat. Das gab es ja zu San Andreas Zeiten einfach noch gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also es war ja schon revolutionär, dass man zu zweit spielen konnte irgendwie, was ja auch ganz furchtbar war. Aber das mit dem Bezahlen habe ich zum ersten Mal erlebt durch WWE-Spiele. Dass man, war klar, es muss ja. Tino, ja, Wrestling. Ich gucke nur, also ich zocke ja nur Wrestling, Pokémon oder GTA, mache ich ja nicht eigentlich. Ja. Und da gab es halt diese DLCs dann, die dann anfangen rauszukommen, als dann neue Wrestler quasi in echt quasi erschienen sind bei der WWE, dass man die dann auch runterladen konnte für die neuen Spiele. Da habe ich es zum ersten Mal miterlebt und habe mich geweigert, das zu machen. Und genau das meine ich, dass das, was heute DLC ist, wäre halt zum Beispiel dieses Feuerwehrauto gewesen, was Feuer verschießt in San Andreas. Ja, ja. Und dadurch, dass du das einfach selber freispielst und es gibt gar nicht die Möglichkeit, es freizukaufen, verbindest du da so einen emotionalen Wert damit, wenn du es endlich geschafft hast. Richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute mit der gleichen Nostalgie jetzt auf, also Leute, die jetzt irgendwie 10 sind, gucken dann in 20 Jahren zurück und denken sich, oh, das war aber damals toll, als ich bei Fortnite mir für 50 Euro diesen Charakter gekauft habe. Stimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das finde ich halt sehr schade, weil da geht eine große Sache irgendwie verloren dran, weil es einfach die Norm geworden ist. Und das Problem ist einfach, alle machen es. Ne? Ja, ja. Wenn es keiner machen würde, würde es auch nicht weiter funktionieren. Aber ich habe meinen Bruder letztens in Zug getroffen, zufällig, und hat mir halt gezeigt, er hat gerade CSGO gespielt, also Counter-Strike Go. Müssen wir auch für die alten Leute nicht erklären gerade, das ist auch schön. Ja, stimmt. Ja. Endlich keine Rentner mehr im Richtig. Publikum. Oh, und er hat mir gesagt, dass er auch kaum Geld investiert, aber dass er halt diese ganzen Sachen auch verkauft. Also er verkauft viel mehr. Also ja, dass Skins bekommt und Waffen, irgendwie durch irgendwelche, weiß ich nicht, was er dann erspielt, irgendwie danach verkauft, dann Geld hat und danach sich wieder Sachen kauft quasi. Ja. Das ist ja, das fand ich richtig cool. Ich glaube, ursprünglich kam das auf in World of Warcraft, dass es da auch so ein Auktionshaus gab. Also gab es definitiv dann auch in Diablo. Mhm. Gab es auch wieder Skandale drumherum und so, aber an sich eine geile Sache, wenn du quasi in-game Sachen bekommst, die du dann verkaufen kannst. Wenn es aber dann so Pay-to-Win wird, weil du kannst ja nur verkaufen, wenn es wiederum andere kaufen. Ja. So, und das ist dann schon wieder nicht so geil. Und überhaupt, das ist einfach so, meiner Meinung nach, lass die Scheiße einfach weg. Mhm. Ich liebe jedes Spiel, was das nicht hat, zumindest irgendwie in der Singleplayer-Erfahrung. Weißt? Das gibt ja auch, von mir aus macht einen Unterschied, Singleplayer, einmal Story durch, ohne diesen Scheiß. Ja. Aber selbst das
gibt es ja jetzt, dass irgendwie, du kannst die Erweiterung kaufen und so. Und die Leute werden immer toleranter. Also ich habe ja wirklich in den letzten Jahren das sehr, hat wieder Angst, dass ich jetzt am Schalter greife. Ach nö, ist mir egal. Nice. Ich habe das in den letzten Jahren ja auch aktiv verfolgt, was es da immer für Skandale gab und so. Und es ist einfach, die Leute lassen es mit sich machen. Und es ist einfach nur dumm. Natürlich, weil es ja gefüttert wird. Ja, sie kaufen das ja auch alles. Was das Problem ist, das ist ja ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Ja. Die nehmen ja so viel, noch fast mehr Geld ein, als solche Spiele an sich, die zu verkaufen. Und von daher, solange die Spieler nichts ändern und Spielerinnen nichts ändern, wird sich da auch daran nichts ändern. Hm. Aber es ist echt wie bei YouTube, dieses irgendwie liken und abonniert mich. Hat früher jeder gehatet, heute macht es jeder. Ja. Und genauso ist es auch in der Gaming-Szene. Es gab vor 5 Jahren oder so, gab es noch den Skandal, da war auf einer CD bereits Content, der mit Geld freigeschaltet werden konnte. So. Mhm. Und da haben die Leute gesagt, Alter, das geht ja gar nicht. Wenn man das noch nachreicht, ja, dann ist es okay. Ja. Und auch das ist heute sehr toleriert, dass einfach irgendwie da von Anfang an Sachen freischaltbar sind, die schon zur Verfügung stehen. Und damals hieß es noch, naja, wenigstens fertiges Spiel geben, wo das nicht drin ist, und dann hinterher das nachproduzieren sozusagen. Dann argumentieren dann ist die es aber okay. Wieder, du musst es ja nicht kaufen. Ist klar, musst du auch nicht, aber es ist einfach nicht geil. Naja, es ist fies. Es ist fies. Du siehst dann gerade, wenn du online spielst, dass gerade bei GTA Online war das ja so, dass ich habe ja versucht, ehrlich zu spielen, ja, ohne mir Sachen zu kaufen. Da war bei GTA 5 oder wo GTA Online? Bei GTA 5, genau, GTA 5 Online. Und dann hattest du nach einer Woche schon Leute mit Level 1000, da die sich halt Sachen gekauft und gehackt haben und so, dann willst du ja irgendwie mithalten so. Und da habe ich auch kurz überlegt, naja, soll ich es machen, aber ich habe es nicht getan. Das aber ist vernünftig. Es ruiniert ein bisschen den Spielspaß tatsächlich, wenn du halt online spielst und andere übelst overpowered sind. Aufgrund ihres Geldes. Gerade bei GTA gab es ja auch viele Griefer, die dann einfach nur hinter dir herlaufen und dich die ganze Zeit abschlachten. Muss ich sagen, bin ich vielleicht auch ein bisschen gewesen. War ich auch. Gerade in GTA, das lädt ja auch dazu ein. Ja. Und ich glaube, ja, ist von Spiel zu Spiel wahrscheinlich echt unterschiedlich. Also GTA ist ja im Grundkonzept, ich baue Scheiße. So. Genau. Und da finde ich das auch noch okayer, wenn man auf Menschenjagd geht. Aber das verstehen nicht alle. Ich habe ganz oft auch Leute dann gehabt, die mich dann angebrüllt haben über ihr Headset. Hör auf, mich abzuschießen! Die hatten auch, dafür, dass sie 18 gewesen sein müssen, hatten die eine ganz hohe Stimme. Und einmal, es war sehr witzig, da habe ich mit meinen Brüdern gespielt, da haben wir so einen Typen immer wieder abgeschossen. Und dann kam halt irgendwann so, dann haben wir hat er irgendwann aufgehört, uns anzuschreien. Dann kam nach einer Minute irgendwie seine Mutter ans Headset. So, Sie hören jetzt auf, meinen Sohn immer abzuschießen. Ach du Scheiße. Oh, das war sehr, sehr witzig. Ja, auch hier wieder, ne, die Kinder sind der Untergang des Abendlandes, nicht der Flüchtling. Nein. Kinder müssen raus. Kinder müssen raus aus unserem Land. Da werden viele Probleme gelöst. Das fände ich gut, aber man muss sie tolerieren, leider. Ja. Ich bin auch, obwohl, in einem Spiel ab 18 ist es wirklich ein bisschen, ne? Wir haben was auch immer macht gesagt, die Mutter denn da mit ihrer Aufsichtspflicht schon wieder? Eben, wir haben uns auch gesagt, so, dann spiel doch einfach Tischtennis, ja, da schießt dich keiner ab. Aber so GTA war für mich auch, ist halt ein Spiel ab 18. Und da geht es ja darum, dass man irgendwie auch sich konkurriert und sich auch abknallt und so. Das ist ja ein bisschen Purge-mäßig, ja. Ja. Aber würdest du eigentlich sagen, dass das schädlich ist, wenn so ein kleiner Wanz das spielt? Ich habe es auch schon mit 14 gespielt, mit 13, ja. Also mir hat es nicht geschadet, sage ich immer. Guck, wo ich gelandet bin. Ich bin im Radio. About to take the throne of Peter Kleine. Ich wäre fast Oberbürgermeister geworden. Nein, ich muss sagen, ich glaube es nicht so richtig. Also auch wenn es immer heißt, dass die Amokläufer ja auch alle solche Spiele gespielt haben. Ja, die haben aber auch Milch getrunken und Brot gegessen. So, aber das ist ja die alte Diskussion. Also ich packe einfach mal aus, ich habe mit 11 Jahren GTA 3 gezockt. Ja. GTA 3 kam 2001 raus, glaube ich. Ich glaube, GTA 3 ist in das World Trade Center reingeflogen, jetzt wo ich das so vor mir sehe. Kann sein, ja. Und ich habe die PlayStation auf Englisch gestellt, weil ich das in der Zeitung gelesen habe, dass dann die Köpfe wegfliegen. Ach, daran liegt das? Ja. Ich habe die PlayStation auf Englisch gestellt, habe Omas den Kopf weggeschossen, es kam Blutfontänen raus, ich habe mich daran erfreut. Und ich habe mich gewundert. Kann jetzt jeder für sich bewerten, ob mir das jetzt nachträglichen Schaden gegeben hat oder nicht. Ich würde sagen, wenn ich einen Schaden davon getragen habe, dann nicht unbedingt dadurch. Nein. Dann vielleicht eher dadurch, dass meine Geschwister mich gezwungen haben, das Schweigen der Lämmer zu gucken, als ich 6 war. Oder Akte X. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Und dann hat meine Schwester gesagt, ja, gar kein Problem, dann klebe ich dich jetzt einfach an den Kühlschrank. Dann hat sie mich mit Uhu an einem Finger an den Kühlschrank geklebt.
Und ich habe einfach gedacht, ich bin da jetzt fest. Ich habe gar nicht versucht, den Finger abzuziehen. Es war großartig. Ich habe dann da eine Stunde geheult, bis meine Eltern kamen und meinten, nimm doch die Hand da weg. Ja. Das war letzte Woche. Also, ne? Das hat mir dann wahrscheinlich eher geschadet, aber hat auch eigentlich gar nicht so. Also, ich glaube, Kinder können mehr, als man denen zutraut. Ich denke auch gerade, wenn du es auch selber steuern kannst, ja, wenn du die Figur steuerst und da Menschen abschießt oder auch nicht abschießt, dann ist es was anderes als so ein Film, der abläuft vor dir und der dich dann schockiert, weil du nicht weißt, was kommt. Und ich glaube auch nicht, dass solche Ballerspiele großartig verstören. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss natürlich dazu sehen, die Spiele werden immer realistischer. Also GTA 3, ich glaube auch als Kind nimmst du wahr, dass das eher so ein bisschen Comic-Grafik ist. Ich finde trotzdem, also wenn ich zum Beispiel in GTA 5, was ja auch schon relativ realistisch aussieht, jemanden überfahre, sieht das ja auch schon echt schmerzhaft so aus. Aber trotzdem erfreue ich mich sehr daran. Ja, es sind ja keine echten Menschen letztendlich. Richtig. Aber ich habe nicht diesen Effekt in einer sehr brutalen Darstellung in einem Film. Also klar, wenn's Tarantino ist, wenn Gewalt als Punchline verwendet wird und so, lache ich da definitiv auch. Ja. Aber trotzdem, oder erst recht, ich gucke ja auch hin und wieder das eine oder andere Live-Leak-Video, ja. Wenn man gerade mal nichts zum Masturbieren hat, dann muss man halt sich irgendwie einen Unfall angucken, wo irgendwie Einzelteile auf der Autobahn liegen. Man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen. Ja. Gerade jetzt, wir haben es ja in Großbritannien, ne? Wenn die jetzt keine Pornos mehr schauen dürfen, dann müssen die wohl auf Live-Flee gehen. Richtig. Und es mir gleich tun. Auf jeden Fall, wenn ich da Gewalt sehe, finde ich das auch verstörend oder zumindest abschreckend oder halt nicht ästhetisch oder witzig oder so. Also ich glaube schon, dass man da irgendwie... Der Unterschied ist, dass das halt echt ist, ja. Wenn du dir das Video ansiehst von dem Attentäter in Christchurch zum Beispiel, da weißt du, das ist echt passiert. Da sterben gerade Menschen so und die leiden wirklich. Ich meine nur, dass gut, man sollte mit 6 vielleicht nicht GTA spielen, aber vielleicht 11, 12, wenn man wirklich irgendwie anfängt, eigene Gedanken zu entwickeln und nicht einfach so eine scheiß leere Hülle zu sein, die irgendwie mit Bullshit vollgestopft ist. Ja. Dann finde ich langsames auch okay. Also ich würde es jetzt keinem 13-Jährigen schenken aktiv, aber wenn ich irgendwo hinkomme und so ein Kind, was ich gerade date, ja, mit 13 Jahren, wenn es das gerade spielt. Valentinstag geschenkt, dann vielleicht zum Beispiel, noch. Ja, aber wenn es jetzt einfach spielt, würde ich auch nicht sagen, na, meine Güte. Also ich würde dann sagen, halt, meine Güte, dann ist es halt so. Es wird damit zurechtkommen und wenn du es jetzt ihm was wegnimmst, dann rechnest du einen größeren Schaden an, als wenn du ihn das spielen oder sie das spielen lässt. Ja. Meine Ansicht. Also wir sind da sehr tolerant, wie es aussieht. Ja. Wie gesagt, ab einer gewissen Grenze, wenn so ein bisschen die anfängliche Reife anfängt. Aber wie gesagt, die Spiele werden immer realistischer. Muss man vielleicht auch... Ich habe auch länger nichts mit 11-Jährigen gemacht. Also vielleicht sind die auch schade jetzt, für dich. Vielleicht sind die anders, als ich mich damals als 11-Jähriger gesehen habe. Ja, die werden immer erwachsener. Aber, aber zum Thema Geld bezahlen für Spiele. Ich habe das auch nicht immer verstanden, warum man das tut, so allgemein. Einfach, ich kaufe das Spiel ja nicht... Damit ich da noch mehr Geld investiere, um durch das Geld investieren, das Spiel durchzuspielen. Ich will doch eigentlich das Spielen zu kaufen, um es zu spielen. Ist richtig. Das ist zumindest meine Intention davon. Warum kaufe ich mir dann ständig irgendwelche Level, die ich eh erreichen kann, wenn ich nur gut genug spiele? Ja, also viele machen es ja so, dass es nur kosmetischer Natur ist. Aber selbst da finde ich es ein bisschen dumm. Und teilweise auch die Preise, das war ja einer der jüngsten Skandale, da gab es so einen Darth Vader freizuspielen in einem Star Wars Spiel für frei zu kaufen. Was ist das Gegenteil von freudscher Versprecher? Frei zu kaufen für 50 Euro oder Dollar, was halt einfach nur übertrieben hart viel ist. Und da haben die auf Reddit so versucht, ein bisschen Schaden zu begrenzen, haben dann ein AMA gemacht, glaube ich, oder zumindest auf Kommentare geantwortet und haben dann gesagt, ja, das ist so teuer, weil das soll dir ein Gefühl von Pride and Accomplishment, also von Stolz und dass du was erreicht hast, vermitteln. Mit deinem Geld, was du hast. So, und das ist auf Reddit mittlerweile der meist gedownwordetste Kommentar aller Zeiten. Ja. Halt gerade EA, die ja eh schon keinen guten Ruf haben und dann halt mit, das ist so ein typischer Kommentar, so Corporate Bullshit gewesen, so, wir sind für die Gamer, bla bla, ne, wir wollen, dass ihr ein gutes Gefühl habt, das ist halt alles Bullshit und das finde ich sehr, sehr ungeil, zu Recht abgewatscht, die Scheiße. Ja. Und ja, also ich verstehe es, kosmetische Natur muss man nicht, aber wenn dann so out of proportion 50 Euro für so ein scheiß Darth Vader, was halt, also wenn man Star Wars denkt, selbst du als Noob, denkst du wahrscheinlich als erstes an Darth Vader, der so komisch atmet. Ja, an Darth Vader oder an Spock, aber sonst. Richtig. So, und das ist halt was, wo man sagen würde, okay, irgendwie will das halt jeder haben. Und das wissen die ja auch. Ja. Aber das ist halt auch so, dass es eigentlich standardmäßig vielleicht drin sein müsste.
Naja. Ja, das ist jetzt so ein Punkt. Und ich glaube, es war da sogar nicht nur kosmetisch. Ich glaube, der hat dann auch eigene Moves und so. Weißt du, wenn du Darth Vader spielst, dann kannst du natürlich eigene Bewegungen oder was weiß ich. Ja, da verstehe ich jetzt, wenn es kosmetisch ist, wenn es darum geht, den Avatar zu erweitern, ja, und besonders auszusehen. Versteht es, aber auch nur, weil du schon in dem Denken drin bist, oder wir alle, dass man es halt einfach toleriert, weil normalerweise San Andreas, zurück zu den Wurzeln, wo es noch geil war, da gehst du halt zum Friseur, kannst dich anpassen, wie du willst, super geil. So. Ja. Ich verstehe es, dass sie Geld machen wollen und dass es funktioniert, aber Leute, lasst es doch einfach bleiben. Muss ich aber auch hier differenzieren. Ich finde, man sollte vielleicht das irgendwie mal in der Gaming-Szene so als Regelung einsetzen, dass es bestimmte Arten von Spiele gibt, wie zum Beispiel Free-to-Play. Da finde ich es halt verständlicher. Die Spiele, die an sich kostenlos sind, aber dann im Spiel. Ja. Und da kommen wir auch mal zu einem Thema, wo ich das erste und einzige Mal für Geld, für Spiel Geld ausgegeben habe im Game. Da finde ich es dann wieder okay. Aber wenn ich ein Vollpreisspiel kaufe, will ich, dass das ein Vollpreisspiel ist und nicht, dass das dann unfertige Scheiße ist. Ja. Ich möchte, dass das ein fucking San Andreas ist. Und da muss ich ja auch nochmal loben, also GTA 5 zumindest ist ja auch weitestgehend ohne ausgekommen. Die Leute aber bei Rockstar, die gehen dann online so richtig in die Vollen. Also GTA Online war schon grenzwertig und Red Dead Redemption Online ist so gut wie unspielbar, weil auf der einen Seite die Leute irgendwie scheiße sind, durch die Modes wird das irgendwie nicht richtig bestraft, dass sie sich gegenseitig abknallen und friedliches Spiel promotet wird so. Und dann ist alles absolut teuer und du kriegst so gut wie kein Geld für Dinge, die du verkaufst und so. Also Rockstar, ne, online hauen die auch voll rein, wenn sie auch ihre Singleplayer-Spiele ziemlich gut machen. Und ja, wie gesagt, bei Free-to-Play-Spielen, ich spiele ja zum Beispiel seit mittlerweile, wann ist es rausgekommen? Auf jeden Fall über ein Jahr mittlerweile, Magic Arena. So. Mhm. Ja, Magic the Gathering als Online-Spiel kannst du kostenlos starten. Du kannst es komplett spielen, ohne einen Cent auszugeben. Und da gab es zweimal so eine Aktion, einmal zum Einstieg, dass du für $5, auch hier, ne, mein bekannter Trick, ich stelle bei PayPal auf Dollar um und bezahle effektiv weniger. Als weniger, ja. Weil wenn du auf Euro stellst, sind es halt 5 Euro. Ja. Assis. Da hast du halt irgendwie einen Rabatt bekommen, hast das bekommen, was normalerweise irgendwie 15 oder so kostet. Und dann dachte ich mir, okay, mach ich mal, weil ich auch halt gerade irgendwie keine Münzen oder sowas hatte. Und dann gab es jetzt nochmal zum Start von irgendeiner letzten Edition oder so, gab es nochmal so eine Aktion. Und da hat es dann irgendwie 15 Euro für ganz, ganz viel gekostet. Also habe ich insgesamt $20 ausgegeben innerhalb von diesem Zeitraum von über einem Jahr. Selbst da sage ich, okay, hätte ja nicht sein müssen, aber ich finde es okay, schon alleine, weil ich das Spiel aktiv spiele und es auch irgendwie unterstützen will, so. Weil das Spiel an sich mich ja nichts kostet. Ja, so. Wollte ich auch gerade sagen, also wenn das Spiel an sich umsonst ist, dann kann man das nachvollziehen letztendlich. Ich habe auch mal das so betrachtet, so FIFA-Spiele, ja, FIFA oder WWE, die eh jedes Jahr rauskommen, aber... Alter, ja, ich spreche nur weiter. Aber hatte ich nur neulich erst ein Gespräch drüber. Genau, weil die jedes Jahr neu erscheinen, immer Plastik, auch Umwelt, solche Geschichten, ja. Da könnte man es doch einführen, dass man nur alle 2 Jahre ein Spiel rausbringt auf CD, also auf DVD, wie das heißt, und dann aber jedes Jahr ein großes DLC zum D anbietet, so. Das wäre vielleicht... Aber davon geht es, glaube ich, echt ein bisschen weg. Also, wenn Plastik da dein großes Bedenken ist, es geht jetzt zum Streaming wahrscheinlich hin. Weil, also jetzt gibt es eine neue Xbox, die angekündigt wurde, die komplett ohne Laufwerk ist. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe echt gerne bei mir, siehst du ja auch, wenn du mich besuchen kommst, die Spiele da im Regal stehen. Aber ich verstehe es natürlich auch, wie Netflix und so, dass der Trend dahin geht. Die PlayStation 5 wurde jetzt auch vor kurzem angekündigt. Ja, beziehungsweise nicht offiziell angekündigt, das war wieder so ein Munkel-Munkel-Zeug, aber relativ bestätigt. Und die hat auf jeden Fall noch ein Laufwerk, ist auch abwärtskompatibel, zumindest zur PlayStation 4. Und also das ist noch nicht heute und morgen, dass das passiert, dass es überhaupt keine CDs mehr gibt, aber ich glaube, da geht es schon letztendlich hin. Finde ich an sich eine gute Entwicklung tatsächlich. Auch wenn es schade ist, dass die Xbox komplett, also ich bin ja kein Xbox-Spieler, aber komplett ohne Laufwerk, finde ich halt aufgrund dessen schade, dass man ja auch die älteren Spiele vielleicht spielen möchte oder auch DVDs schauen möchte zum Beispiel oder Musik hören. Ich kenne Menschen, die kaufen sich eine PlayStation, um die auch als DVD-Player nutzen zu können, parallel. Und als YouTube-Ventil, ja, um das mit dem Fernseher zu verknüpfen. Ja. Was ich eben noch sagen wollte, als du FIFA erwähnt hast, da hatte ich nämlich jetzt gerade neulich ein Gespräch mit einem Kumpel von früher,
der auch bei mir in der Klasse war, den kenne ich ganz lange und weiß auch, dass der FIFA zockt, sind wir irgendwie drauf gekommen. Also ist der Einzige, den ich kenne, der wirklich sehr viel FIFA spielt. So. Mhm. Und der meinte auch so, ja, hier kaufe ich mir wieder neu. Also so diese Haltung von, ich weiß, es kommt jedes Jahr raus und es ist eigentlich dumm, sie ändern zwar was, aber klar, ich weiß, dass es dumm ist, ich kaufe es trotzdem jedes Jahr immer wieder. Das weiß er und er macht es trotzdem. So, es ist ein bisschen paradox, aber man will ja dann irgendwie doch, wenn man online spielt, immer mit den Leuten, weißt du, nicht im alten Game rumzocken oder so. Man will dabei sein, man will dazugehören und auch die Neuerungen spielen, weil die Spiele werden ja auch besser, aber immer nur minimal besser. Ja, und gerade bei sowas wie FIFA, wenn irgendwie einfach nur neue Spieler oder alte Spieler gehen, neue dazukommen, das wäre ja was, was man perfekt updaten könnte mit einem DLC von 10 Euro jedes Jahr oder so. Und mehr ändert sich auch nicht bei FIFA. Ja, und alle 2-3 Jahre oder so die Engine vielleicht dann doch mal aufneuern, irgend sowas. Ja. Aber solange es die Leute machen, wird es natürlich weiter funktionieren. Richtig, das ist halt Angebot und Nachfrage letztendlich. Bei Assassin's Creed ist das den Leuten auf die Füße gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die Assassin's Creed 11, 12, 13, 14 nennen sollen. Hm. Immer nach der Jahreszahl, dann hätte es funktioniert. Ja. Aber da gab es erstmal Backlash, da haben die 2-3 Jahre Pause gemacht, haben dann rebootet und jetzt läuft es auch wieder ein bisschen. Also die letzten Spiele hatten dann sehr schlechte Kritiken und meinten, oh ja, lass die Scheiße, genau dasselbe Mist bei Call of Duty. Ja. Die haben es auch übertrieben, aber bei FIFA beschwert sich kein Schwein. Und FIFA ist halt echt von dieser Reihe an Spielen, die ich jetzt genannt habe, das, was sich am wenigsten verändert. Ja. Weil es da viele verstehen, aufgrund der neuen Spieler und Stadien, die da eingeführt werden, offenbar. Es ist sehr ambivalent. Ja. Und ich bin da ja, wie gesagt, nicht so richtig drin, aber auch ich bin ja jemand, der halt da abhängig ist, so, weil ich halt nur mit meinen Brüdern halt zocke und dann halt immer GTA und Wrestling, wenn da halt neue Sachen rauskommen, dann kaufe ich mir die aber auch rechtzeitig auch, wenn man dazugehören will. Man auch den Hype so ein bisschen mitnimmt. Ich weiß, bei GTA Online, als es rauskam, wir hatten das 2 Wochen später, als es rausgekommen ist, und da war der Online-Modus war voll geladen, ja. Und es hat so viel Spaß gemacht zu der Zeit. Damals noch für die PS3 haben wir es gehabt. Und jetzt ist der Online-Modus, also ich finde, der macht viel weniger Spaß irgendwie, weil es zu viel gibt. Es gibt zu viele neue Autos, zu viele Waffen und zu viele Menschen, die auf Level Millionen sind, dass es sich irgendwann für mich zumindest totläuft, als jemand, der halt nur gelegentlich zockt. Das verstehe ich. Hat auch neulich mein guter Freund David Hein ein Video gemacht. Der ist ja seit Jahr und Tag ein Verfechter von, ich mag Open-World-Spiele nicht. Und er hat gesagt, ja, Open-Worlds nur überladen und so. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also er ist ja wirklich ein bisschen zu verbohrt, meiner Meinung nach. Weil klar, ich verstehe den Punkt. Das ist zu viel. Man kann das gar nicht mehr alles machen. Ja. Aber wenn man möchte, kann man halt. Also es ist eigentlich geil, wenn ich damals als kleiner Wanst ein Spiel hätte, wo ich irgendwie 200 Stunden reinstecken konnte, was ich ja hatte mit San Andreas zum Beispiel. Es ist geil. Auch San Andreas war schon überladen. In San Andreas kannst du so viele versteckte Sachen alleine finden. Mhm. Austern, Fotos machen, irgendwelche Hufeisen sammeln, Monster-Stunts kannst du machen, versteckte Päckchen konntest du früher noch. All so eine Sachen. Und das ist auch viel zu viel eigentlich für den normalen Bürger. Aber trotzdem ist es nice to have. Also sich darüber beschweren, ich verstehe es trotzdem, er ist überladen und so. Aber er ist ja auch jemand, der alles spielen muss. Da bekommst du auch was für dein Geld, finde ich. Wenn du so eine große Open World hast und du nie so richtig das Spiel völlig abschließen kannst. Ja, GTA 5 ist ja so riesig und du hast so viele Nebenmissionen und so viele Sachen, die du machen kannst, dass du tatsächlich auch da auch jahrelang Spaß dran hast an so einem Spiel. Ja, und das ist nämlich der Punkt, wenn man wie er und auch ein bisschen wie ich, also ich habe ja auch schon viel gespielt, dann, wenn ich jetzt Far Cry 3 gespielt habe und so, hatte ich dann auch nicht Bock irgendwie auf jeden Turm hochzuklettern und so, aber dann ist das halt auch einfach nicht 100% mein Spiel gewesen. Ja. In Red Dead Redemption zum Beispiel, da konnte ich mich prima drauf einlassen, hab das gerne wahrgenommen, alles, was man nebenbei machen konnte. Mhm. Er wiederum hat gesagt, es ist eine Frechheit, was dieses Spiel mit meiner Zeit anstellt, weil das die ersten, es geht 6 Kapitel lang, die ersten 3 Kapitel ist es mehr so, es passiert storymäßig nicht wirklich was, wobei die ersten 3 Kapitel aber wiederum bei den meisten Spielern die beliebten sind, weil da einfach nur dieses Feeling ist von, ich mach einfach mal, was ich will, es ist so ein bisschen Urlaub. Es gibt so viele Leute, die einfach im Spiel erstmal eine Stunde fischen gehen, obwohl das absolut ein rudimentäres Spielkonzept da ist, wirfst die Angel aus und wartest, ja, und trotzdem feiern es übelst viele und es ist halt einfach nicht sein Spiel. Es ist völlig okay, aber
Für manche ist es super geil. Ja, er muss ja nicht alles machen. Er kann ja sagen, er macht diese diese Main Chapters. Ja, und das dauert dann halt 20 Stunden, bis die Story Fahrt aufnimmt. Also das verstehe ich schon, dass man da sehr viel Sitzfleisch haben muss. Aber wie gesagt, ist halt nicht für jedermann. Es ist auch nicht jedes Spiel für jedermann gemacht. Für manche ist es zu viel, für manche zu wenig. Du machst es den Menschen selten recht. Und wenn schon so viel, dann ist es doch schön, wenn es zumindest kostenlos ist. Ja. Und ich habe ja gegoogelt nach Free-to-Play-Statistik. Und das Lustige ist, mir wurde zuerst ein Video angezeigt, Statistik, Flüchtlinge gefährden Frauen. Okay. War sehr lustig. Was hat das mit irgendwas zu tun? Weiß ich nicht. Ich habe halt gegoogelt Free-to-Play-Statistik. Witzig. Und dann kam Statistik, Flüchtlinge gefährden Frauen. Ihr habt das zuerst gehört. Hört auf zu spielen also, gegen Flüchtlinge. Also, dass ihr es wisst halt. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ich wollte halt gucken, so, wie denn die Zahlen so aussehen. Ich werde jetzt keine Zahlen runterbeten, aber ich sag nur, was für Spiele es so gibt, Free-to-Play und wie viel Geld reingesteckt wird. Und Asien ist mit Abstand der größte Markt für sowas. Also wirklich mit fetten Abstand. Danach Asien kommen erst die Europäer. Asien ist der absolute Wahnsinn. Wo wir auch nochmal zu einer kleinen Untersparte von Videospielen kommen können. In Japan zum Beispiel ist es sehr vertreten, diese Spielautomaten, was ja hier im Westen überhaupt nicht gibt. Und wo wir auch direkt über Geld ausgeben für Spiele reden können, was da umgerechnet an Münzen reingeworfen wird. Eine einzelne Person, also wenn es dann irgendwie denkt, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, ich verfolge ja alles, was sich um Metal Gear Solid dreht. Übrigens, das habe ich vorhin erwähnt, beziehungsweise durch die Blume erwähnt, mein absolutes Lieblingsspiel Metal Gear Solid 3, spielt das alle jetzt sofort. Lasst euch von der 3 nicht abschrecken, denn Metal Gear Solid 3 ist chronologisch gesehen der jüngste Teil. So, kann jeder spielen. Aha. Und kann jeder dran Spaß haben. Ist egal, kurzes Plädoyer dafür nur. Und die haben auch so, wie heißen die, Kachinka oder Jinka, irgendwie so Maschinen. Oder wo du halt einmal einen Knopf drückst. So. Und da hat einer ausgerechnet, um irgendwie hochgebrochen das Ende da zu sehen. Also es ist einfach nur ein Film, der da abspielt. Hm. Und du musst immer wieder hier, wie heißt das, einarmiger Bandit, wo so drei Dinger rumdrehen. Und dann musst du drei richtige haben, damit es weitergeht. Ja. So, das drückst du immer wieder. Das ist die einzige Eingabe, die du machst. Ja. So, und dann spielt ein Film ab, den du dir auf YouTube angucken könntest. Da ist natürlich da drin Film verboten, also wäre wohl illegal, das zu filmen, aber ist egal, er ist auf YouTube. Und dann siehst du irgendwie einen Film, der eine halbe Stunde geht, in diesem Kosmos, Metal Gear Solid. Ist eine lange Geschichte, die waren mal geil. Dann hat Konami gesagt, Hideo Kojima ist ein Arsch, wir wollen den nicht mehr, aber wir behalten die Marke. Hideo Kojima ist das Mastermind, ja. Der ist rausgeschmissen, hat keine Rechte mehr in seinen eigenen Spielen sozusagen. Und die machen das weiter und deswegen gibt es jetzt diese Maschine. So. Um das Ende zu sehen, musst du irgendwie $30 umgerechnet da, also statistisch, ne? Du kannst natürlich auch Pech haben. So, da einwerfen. Nur um ein scheiß Video zu sehen. So. Und trotzdem machen das so viele, weil das einfach in Japan so dieser gesellschaftlich so dieser Kult ist. Also man geht da halt hin, um zu entspannen. Das sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht man hin, so ein, ich war da auch schon. Du gehst da rein und es ist eine Wand aus Geräusch. Überall. Es ist richtig schlimm, aber die gehen halt hin, um sich zu entspannen nach der Arbeit. Ja. Keine Ahnung warum, aber ne, ist halt gesellschaftlich verankert. Und da ist es auch ganz selbstverständlich, so viel Geld da zu lassen. Ja, ich kenne auch diese Spieleautomaten auch nur aus der Kindheit. Pachinko heißen sie. Pachinko-Maschinen. Pachinko-Maschinen. Keine Ahnung. Also ich war mit meinen Eltern oftmals so in Skandinavien und Norwegen, Dänemark, solche Geschichten. Und da gab es die recht häufig. Also ich erinnere mich, dass ich sehr oft auf so Motorrädern saß und dann halt gefahren bin. Also Wettrennen gefahren. Ja, das ist ja dann schon wieder geiler, ne? Wenn du so einen speziellen Controller hast, den du vielleicht nicht zu Hause rumliegen hast oder auch beim Jahrmarkt damals in so einer Kiste sitzt, die sich dann bewegt und du siehst so einen Film. Also das, da verstehe ich es ja. Das hast du halt nicht zu Hause, aber einfach nur einen Knopf drücken, um einarmiger Bandit zu spielen, nicht so geil. Ja, so Spielhalle bin ich auch kein Fan von. Ja. Ich hatte mal eine gute Freundin, wo ich studiert habe und die ist mit mir manchmal dahin gegangen, so in die Spielhalle. Sie war nicht süchtig, glaube ich, aber sie hat es schon ganz gern gemacht, so alle paar Abende mal. Und es war so traurig zu sehen, dass da Leute teilweise 5 Automaten gleichzeitig betreut haben, gespielt haben. Und ich dachte, oh Gott, die armen Leute. Und ich habe es auch mal probiert. So, ich hatte noch mal aus 2 Euro 7 Euro rausgeholt.
Es war okay, aber ich habe auch die Gefährlichkeit erkannt, so, wenn, dass du nicht mehr aufhören kannst damit offenbar. Und das einzig Geile war, dass du umsonst Getränke bekommst. Videospielsucht ist auch ein gutes Stichwort, denn Richtig. Das war ja auch was, was Queen Sarah, der Sponsorin dieser Folge, hallo, herzlichen Dank dafür. Danke für die Spende. Sehr am Herzen lag. Hm. Ich muss aber sagen, Videospielsucht an sich, ich glaube, wenn man süchtig ist, ist man einfach süchtig. Das gibt's halt auch, ich habe das ja auch in der Vergangenheit mit Bekannten und Freunden und so beobachtet, dass das auch einfach eine Verlagerung entsteht. Also wenn man jetzt irgendwie nicht mehr videospielsüchtig wäre, würde man das wahrscheinlich umlagern auf irgendeine andere Sucht. Würde man es kompensieren. So, genau, ja. Es gibt so viele, die irgendwie aufhören mit Kiffen oder so und dann anfangen mit Rauchen oder aufhören mit Rauchen, dann anfangen mit exzessiv Kaffee trinken oder sonst was. Hm. Also ich glaube nicht, dass Videospiele an sich eine höhere Gefahr bieten, süchtig zu werden. Natürlich gibt es da so Suchtspiralen, die dich immer weiter antreiben, das zu machen. Aber ich glaube, du musst von dir aus als Person schon das Potenzial haben, überhaupt einer Sucht dem Opfer zu fallen. So. Dass du gar nicht mehr aufhören kannst, dann greift das natürlich. Problematisch ist es vielleicht bei Kindern oder bei jüngeren Leuten, die noch nicht ganz fertig sind, wenn die, ich weiß nicht, wie es bei Fortnite ist und so, ich bin da relativ gut durchgekommen, ohne das wegzunehmen, habe nur mal Roblox spielen müssen, danke dafür, Cyrus Mad Eye und Dionne Aziz, auch richtig schlimm, aber ich glaube, da gibt es das so nicht. Da ist es, glaube ich, schon weniger geil, wenn so unfertige Menschen da irgendwie, da kann ich mir schon vorstellen, dass die da eher das irgendwie, dass der Gehirn sich merkt, okay, Belohnungssystem, wenn ich hier 1 Euro reinstecke, dann kommt Freude für mich raus. Ja. Und also mache ich das immer weiter. Oder sie legen auch ihre ganze Hoffnung dann da rein irgendwie und da Geld rauszuholen und ihre Ersparnisse wieder zu holen. Dann sagen sie sich, ja, ich habe jetzt in den letzten Jahren irgendwie 1000 Euro Minus gemacht, die muss ich wieder rausholen jetzt. Ja. So lange spiele ich weiter. Das ist ein ewiger Teufelskreis, glaube ich. Ich glaube, also meiner Meinung nach gibt es einfach auch eine gesunde Sucht, was sowas wie Videospiele angeht. Also als ich zum Beispiel endlich mal wieder so richtig schön 2 Wochen lang nur auf dem Sofa geschimmelt habe und Red Dead Redemption gezockt habe, es war einfach Urlaub. So. Ja. Aber wenn man halt dann, okay, dann habe ich das Spiel durchgespielt, weggelegt, so, weißt du, und dann geht's weiter. Aber in dieser Zeit war ich absolut süchtig, definitiv. Ja. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich direkt an die Konsole gesetzt, saß bis nachts irgendwie da, habe nur geschlafen dazwischen, so. Absolut, ja, war ich süchtig, aber wenn man es irgendwie, aber ich glaube, das muss halt von einem selbst ausgehen, da kann jetzt das Spiel auch nicht so viel dafür. Nee, das Spiel an sich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das Kokain was dafür kann, dass Menschen abhängig werden, also an sich, sondern das macht ja auch der Mensch. Ja gut, da ist vielleicht auch was anderes. Ja, ist ja richtig. Nein, ich weiß, aber ich finde es trotzdem schwierig, dass dann, wenn Menschen dann nur noch zocken, ja, dass sie ihr Leben völlig, völlig außer Kontrolle verlieren, hä? Keine Ahnung. Ja, aber ab wann fängt das an? Verlieren. Ich weiß nicht, also ich hatte ja mal ein Praxissemester gemacht in der psychosomatischen Reha-Einrichtung. Da hatte ich eben einen jungen Mann, der hat halt seine Schule nicht geschafft, weil er nur gezockt hat. Der war von früh bis spät, aber nicht nur mal für 2 Wochen, der war halt immer. Der ist früh aufgestanden, hatte Bauchschmerzen angeblich, hat davor getäuscht, durfte auch zu Hause bleiben und ist immer fetter geworden und hatte keinen Schulabschluss. Gut. Und das ist sehr problematisch. Es ist ein Problem, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt kein Grund zu sagen, dass Spiele schlecht sind. Ja. Also Zigaretten sind schlecht, ja. Alkohol ist vielleicht schlecht oder so Drogen allgemein. Aber Videospiele, da braucht man einfach einen gesunden Umgang damit. Und den lernen viele Jugendliche nicht. Sowas wie Zigaretten sind halt auch negativ für Danebenstehende. Richtig. Also wenn du allein in deiner Kammer zockst, ist das im Zweifel nur für dich schlecht. Ja. Aber es ist ja auch per se nicht schlecht. Ich finde auch gut, dass Videospiele mittlerweile endlich mal ein bisschen besseren Ruf haben, dass es in der Gesellschaft angekommen ist. Sollte man meinen. Denn es gab ja jetzt wieder den Computerspielpreis, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der eigentlich seit Jahr und Tag schon immer eine Witzfigur und Veranstaltung war. So. Keiner nimmt den ernst, weil der sich selber zu ernst nimmt, glaube ich. Und da hat wieder eine Frau moderiert, die überhaupt keine Ahnung hat von Videospielen und dann so schlechte Witze gemacht. Und dann kam halt einer, der normal aussah und dann, ah, du bist ja gar nicht dick und hässlich und so. Mhm. Oder du siehst ja gut aus, hat sie gesagt, das verwundert mich. Also auch heute noch die Klischees da. Schade, dass wir gerade nicht im Radio senden, sondern nur auf YouTube. Sonst könnten wir jetzt die Zielgruppe mal ein bisschen erreichen. Aber grundsätzlich ist natürlich das Gaming wesentlich besser angekommen. Also noch vor, wann war das, 2011 gab es diesen berüchtigten RTL-Beitrag über die Gamescom. Genau. Die stinken alle, haha. Ja. Die Zeit ist jetzt auch vorbei. Und gerade auch durch Cosplay, weil auch ältere Leute, also mit Fasching kann sich ja jeder identifizieren. Jeder macht gern Fasching. Cosplay ist ja einfach nur Fasching das ganze Jahr über, mehr oder weniger. Ja. Ich höre jetzt schon die Fackeln im Hintergrund brennen. Was hat er gerade gesagt? Cosplay ist Fasching! Und Halloween.
Das liegt aber auch daran, dass die Leute jetzt auch erwachsen werden, ja, die früher gezockt haben, die werden jetzt einfach erwachsen. Und die nehmen jetzt, das sind jetzt die Verantwortlichen, die jetzt im Fernsehen sind oder solche Beiträge machen, die haben selber halt gezockt. Das war halt vor 10 Jahren noch anders. Ja, ich glaube, es dauert noch mal 10 Jahre oder so, bis es wirklich angekommen ist. Also aber es greift gerade so Generation über. Merkel, ja. Weißt du, die guckt vielleicht hier, Gehirnjogging macht die mal oder so. Hm. Aber darüber hinaus. Ja, die jetzt Eltern werden, die Generation gerade, so, also frisch ja. Eltern werden, die haben früher auch gezockt und die haben jetzt ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Vor allem, ich weiß nicht, man hat ja auch oft nicht irgendwie so viel, was man mit den Eltern machen kann. Hm. So, ja, gut, Familienausflüge und so und bla, aber an sich hat man ja nicht die gleichen Hobbys wie Eltern. Selten, ja, selten. So, aber Videospiele, ich denke schon, dass das was ist, was man irgendwie gemeinsam haben kann. Also. Hatten wir auch früher. Also ich habe mit meinem Vater früher auch die Sega NES oder nee, wie hieß das? Sega gespielt, keine Ahnung. Oder auch der Nintendo später und hat unser Vater uns quasi diese Konsolen von sich aus geschenkt und gekauft und hat mit uns gespielt damals. Oder auch Rockstar und wie die alle heißen, nicht Rockstar, Guitar Hero. Ja. Solche Geschichten haben wir auch gespielt. Eine Sache, die jetzt Zera mir noch persönlich geschrieben hatte, was ich aber jetzt nicht irgendwie, da bin ich nicht ganz so drin in der Materie. Division 2 wird wohl gelobt dafür, dass es so ganze Lootboxen und sowas jetzt gar nicht hat. Aha. Was natürlich auch ein bisschen lächerlich ist, dass man jetzt das lobt, was eigentlich immer Standard war. Ja. Bin ich aber nicht ganz so bewandert drin. Aber so ist das, Robin, ja. Die Zeiten ändern sich, hast du selber schon gesagt, die Zeiten ändern sich und jetzt muss man halt Sachen loben, die früher normal waren. Ja. Und jetzt aus dem Blick verloren ist sehr werden. Schade. Was wir jetzt auch noch gar nicht hatten, ist das Phänomen der Whales, wo ja. wir auch von Free-to-Play gesprochen Richtig. Haben zum Beispiel, denn diese Konzepte halten sich ja durch die Wale, genau. was so viel bedeutet wie 99% aller Free-to-Play-Nutzer geben eigentlich keinen Cent aus. Ja. Aber dann gibt es ein paar Leute, die halt Zehntausende Euro reinstecken ja. und dadurch rentiert sich dieses ganze Ding. Und das Ding. Machen ja auch nur so maximal 5-10% aus, wenn ja. überhaupt. Und das ist natürlich echt faszinierend und fragt man sich, warum machen die das? Ist das, also ich verstehe es, wenn man richtig hart drin ist, dass man das will, oder ist es tatsächlich, machen das nur Leute, die irgendwie sich gut fühlen wollen, also die vielleicht irgendwie soziale Probleme haben und dadurch sich irgendwie, weiß ich nicht, ist, ich glaube nicht, dass es so, ich glaube nicht, dass es nur solche Leute sind. Gibt's das bestimmt ist aber auch meine Vermutung so ein bisschen, dass es manchmal Leute sind, für die ist es halt gerade alles, ja, die haben einen ganz schweren Job, Schichtarbeit vielleicht und in ihren Pausen und auch nach dem Feierabend zocken die halt irgendwie, weiß nicht, World of Tanks, solche Geschichten, spielen die dann halt und dann Menschen, die vielleicht jetzt nicht so den Umgang haben mit so vielen Menschen, ja, die jetzt nicht so wahnsinnig sozial sind, vielleicht ist das für die gerade alles und dann investieren die halt ihr Geld rein. Das machen aber wenige Menschen aus. Ich glaube, das gibt's auf jeden Fall. Ja. Auch aus sozial schwachen Verhältnissen oder so, aber ich glaube nicht, dass es nur so ist. Nein, ich kann mir auch vorstellen, das habe ich ja auch, wenn ich irgendwie was unterstützen will. Wie gesagt, selbst bei Magic habe ich so dieses Gefühl, okay, ich zocke das hier gerade kostenlos und das irgendwie jetzt schon eine ganz lange Zeit relativ regelmäßig. Ja. Irgendwie so unterstützungsmäßig, weil ich finde es ja eigentlich, funktioniert halbwegs so, ne? Pumpe ich jetzt mal was rein und dann wollen die vielleicht auch einfach unterstützen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist. Oder halt, ja, weil sie einfach viel Zeit damit verbringen. Es muss ja gar nicht irgendwie Sucht oder darin übelst verloren gehen oder so. Sondern einfach, weil man halt damit viel Zeit verbringt, wenn man jetzt irgendwie, wenn eine Serie, wenn man jeden Tag GZSZ oder so schaut, ja, und die sagen dann, yo, wir brauchen übrigens Unterstützung, sonst muss das abgesetzt werden oder so. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass dann Leute sagen, okay, ich gucke das hier jeden Tag, es gibt mir was. Unterstütze ich das aber doch das machen gerne. Die Spiele ja nicht. Die machen ja nicht wie Wikipedia so, dass sie ständig so ein Pop-up aufspringen lassen, sondern die bieten das einfach so an. Ja, sie haben jetzt keine Pokebälle mehr, aber sie könnten jetzt welche kaufen. Ja, war vielleicht nicht, oder gut, für die eine Gruppe an Leuten, die das unterstützen wollen, war es vielleicht ein gutes Beispiel, aber für das andere wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt jeden Tag Auto fahre, liegt es vielleicht irgendwann nahe, dass ich sage, okay, dann baue ich jetzt mal eine gute Soundanlage ein, damit ich, wenn ich eh jeden Tag hier drin sitze, ja, geilen Sound angenehmer habe. Angenehmer wird. Ja. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und dann muss das nicht unbedingt was mit Schwäche oder irgend sowas zu tun. Sein, also einfach ja. nur, ja. Ich bin ja eh hier, mach ich mal. Ja, genau. Und ich kann es mir leisten. Was ähnlich ist wie bei Twitch-Donatoren zum Beispiel, wo ich mich auch sehr drüber freue. Vielen Dank dafür.
die donaten ja auch, weil sie wissen, oder hoffe ich, dass es so ist, weil sie wissen, dass es hilft und dass sie ja. das gerne tun und dass ich mich freue, oder muss ja nicht nur ich sein, auch andere. Das ist einfach, und wenn die Leute sich das leisten können und gerne helfen, dann ist das super nice. Ja. Und wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ja, den Twitch-Stream gucke ich jetzt irgendwie jede Woche, das unterhält mich auf irgendeine Weise und keine Ahnung, ob ich jetzt hier irgendwie für 5 Euro Nutella kaufe oder ihm da eine Freude mache, ist für mich kein Unterschied. Und Nutella kaufen ist die ungesündere Variante. Also zack, mache ich das so. Ja, ich habe ja, also ich verurteile das ja auch nicht. Ja, ich finde das ja okay. Man kann sein Geld ja rauswerfen, wofür man möchte. Man kann ja auch für Kirchen spenden, die abbrennen. Ja. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie für irgendein Free-to-Play-Spiel Geld ausgegeben. Aber es ist ja auch nur mein Leben. Das stimmt. Wenn ihr das machen wollt, liebe Leute, es gibt so viele schöne Spiele, ja, Dota 2 habe ich mir auch geschrieben, Roblox habe ich auch geschrieben, Angry Birds, LOL, ist noch in Ordnung, macht das einfach. Ja, vielleicht wollen wir auch noch mal ein bisschen rumspinnen. Ne, bevor wir rumspinnen, muss ich noch mal sagen, kurz eine Lanze brechen. Ich hatte nämlich eine Zeit lang, wo ich so gar kein Interesse an Videospielen hatte, das war so 2012. Ich weiß nicht, da hatte ich einfach keinen so auf dem Schirm und da dachte ich, hatte so die Faszination verloren. Hm. Aber ich glaube, so ganz, wenn man das einmal irgendwie gefeiert hat, kann man das gar nicht verlieren. Es muss halt nur das richtige Spiel daherkommen. Das war für mich damals Dragon's Dogma. Einfach ein großartiges Spiel, was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen wollte, weil das hat so wirklich von 0 auf 100 wieder jeden Tag suchten, genau wie ich jetzt bei Red Dead Redemption wieder hatte. Einfach großartiges Spiel. Ich muss es loben. Es ist worum geht's da? Es ist ein Rollenspiel, was aus dem Osten kommt, aber ein westliches Rollenspiel ist, gefühlt. Verstehst du? Also es ist, normalerweise sind ja so Japano-RPGs, die sind ja so ein bisschen eigen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Und hier hat aber ein Hersteller aus dem Osten versucht, ein westliches Rollenspiel zu machen. Und das merkt man, und es ist einfach eine sehr angenehme Mischung. Es hat ein sehr schnelles Gameplay. Viele Leute mögen ja Dark Souls, ich mag es auch, aber es ist sehr langsam. Und Dragon's Dogma ist so ein bisschen wie Dark Souls, nur in schnell. Also es ist teilweise sehr schwer. Was ist Dark Souls? Dark Souls ist ein sehr schweres Spiel. Doch, ich kenne es vom Namen, Dark Souls. Auch zum Schießen so. Nee, das ist so. Auch so Mittelalter-Setting. Ganz grob, ganz grob umrissen. Okay. So Gothic-mäßig. Ja, genau, Gothic-mäßig. Ja, Gothic kennt also, ist gotisch, gotisch. Ja. Ah, ja. Nicht Gothic-mäßig, sondern gotisch. Ja, Gothic fand ich immer faszinierend früher. Das fand ich so krass, dass man da so sich frei bewegen kann und kann sich da irgendwelchen Gilden anschließen und stärker werden und Waffen. Ja. Aber auch Anarchie, man kann da irgendwelche Leute abstechen, das ist übelst lustig gewesen. Das nehme ich an den Anfang an. Leute abstechen, lustig, haha, lol, ich hab's Intro. Nicht, ich hab's nicht gespielt, aber ich hatte damals meinen besten Freund, der neben mir gewohnt hat und da haben wir jeden Tag, oder er hat gezockt, ich habe zugesehen dabei und ich fand's spannend. Also Gothic 1, 2 und 3 waren immer dran und auch GTA San Andreas irgendwann hat er mir quasi introduced, vorgestellt, bis ich mir dann selber gekauft habe. Nice. Wollen wir vielleicht noch abschließend in dem letzten Teil dieser heutigen wundervollen Sendung ein bisschen in die Zukunft denken? Weil das finde ich auch ganz interessant. Was kommt denn in der Zukunft noch? Geht die Scheiße immer weiter? Wird es immer schlimmer? Muss man demnächst irgendwie für jeden Meter, den man draußen rumläuft, Geld bezahlen, wenn man irgendwie oder, ne? Nee, muss man dann für den Parkeintritt zahlen? Also prinzipiell, Virtual Reality wird ja so ein bisschen großes Ding. Groß werden, ja. Ja, Mr. Trump. Vielleicht gibt es dann ja auch so Ganzkörperanzüge, die man dazu tragen muss. Und da muss man Geld zahlen, um den wieder ausziehen zu dürfen, zum Beispiel, oder um weiterzukommen. Ja, wenn man sich duschen will. Dann blockiert der so, oder blockiert der Anzug. Nee, 9,99 € müssten sie jetzt ein Abo abschließen, jeden Monat. Dann dürfen sie den Anzug auch wieder ausziehen. Mhm. Also ich glaube, Sexbots werden ganz groß. Sexbots? Die sind noch ganz am Anfang, ja, aber stell's dir doch mal vor. Das ist vielleicht schon fast ein bisschen vom Gaming das weg, mache aber... Das ich jede Nacht, aber es macht mir ein bisschen Angst auch. Es gibt ja das jetzt schon die VR-Brillen, die das als Porn einfach, als fertigen Porn, dann gibt's aber die du auch aktiv bestimmen kannst, also es ist ja dann quasi ein Videospiel schon. Und das einfach als Roboter weitergedacht, ist ja fast das Gleiche. Und da wird eine Riesenindustrie drumherum gehen, glaube ich. Das macht mir ein bisschen Angst, so ein Sexroboter, wenn er dann irgendwie über Wenn er absolut echt aussieht. Nee, aussehen ist mir egal, aber ich meine so von der Technik, ja, wenn dann irgendwas passiert. Ach so, Kurzschluss oder Kurzschluss so. Kurzschluss und dann brennt es. Dann brennt's Notre halt. Dame in der Unterhose. Richtig. Das wäre unklug. Oder wenn irgendwas blockiert oder zugeht oder so, dann ist es halt kein Mensch, ja, letztendlich. Ich hatte mal irgendwie gehört, dass bei Frauen, wenn die niesen, dass sich unten ein bisschen zusammenzieht.
Und das irgendwie. Ja. Das kann doch geil vielleicht sein. Ist, ja, vielleicht ist das bei Robotern dann auch so. Und dann. Ja, so ein Effekt halt, so ein Effekt. Ja, wäre interessant, aber ich glaube wirklich, also das ist eine große Zukunft, weil die Gesellschaft wird ja, sollte man hoffen, da entspannter, was das alles angeht. Amerika war ja jetzt immer, ne, die letzten Jahrzehnte ganz, ganz streng, was Nippel und so im Fernsehen angeht. Aber ist es denn konkret Gaming? Ist es ein Sexgame? Nee, ich meine so insgesamt einfach, dass die Gesellschaft sich dem öffnet. Und noch ist es ja sehr verpönt, so Sexgaming. Es gab jetzt neulich wieder einen Skandal mit so einem Vergewaltigungsspiel und so. Also es wird schon auch noch an den richtigen Stellen ein bisschen eingedämmt. Wenn es um Sex geht, ist man doch immer irgendwie verklemmt, ja, auch Sexshops. Ich meine nur, dass das, wenn sich das alles ein bisschen öffnet und die Gesellschaft offener wird und toleranter, dass dann dieser Markt so richtig erschlossen wird und dann das richtige AAA-Mainstream-Titel werden könnten. Wird lange dauern. Ich glaube, dass Sexualität noch lange Zeit so ein Ding wird, von wegen, dass das macht man nicht. Das bespricht man nur mit besten Freunden oder so in einer kleinen Gruppe. Aber dass man jetzt aktiv Werbung macht auf der Gamescom für irgendwelche Sexspielzeuge, glaube ich nicht. Wir werden sehen. Ich fände es schön, aber ist halt nicht so. Da ist einfach viel Potenzial. Ich fände es einfach gut, mal so ein richtig, mit einer richtig guten Story. Und dann bumsen sie. Ah, Story, ja. Fände ich großartig. Nee, ich glaube, dass das wirklich ein großes Ding ist, aber das liegt noch in der Zukunft, wenn die Leute da ein bisschen entspannter werden. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass es einfach mal eine Gegenbewegung gibt gegen dieses ganze. Eigentlich gibt es das ja jetzt schon. Es werden so viele Spiele andauernd immer gelobt, die halt all das nicht haben. Ja. Auch jetzt Witcher, der zum Beispiel einen DLC nachgeschoben hat, der irgendwie mega groß ist. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Irgendwie auch nur so 10 Euro oder so. Und du kriegst halt quasi wie nochmal ein fertiges Spiel. Ich fand The Witcher übrigens nicht geil. Ich habe das nach ein paar Stunden abgebrochen, weil das Kampfsystem einfach übelst was Sackgang ist. Spielt lieber Dragon's Dogma. Aber trotzdem ist es ja immer noch der Fall, dass alle das loben, wenn Spiele das mal anders machen. Ja. Deswegen raff ich nicht, warum das. Also klar raff ich's, weil Geld. Verstehst du es mal? Geld ist ja immer so ein Faktor. Aber warum nicht mehr? Weil es ist ja auch einfach gute PR. Also was CD Projekt Red, ne, sind die Macher von The Witcher, die haben halt auch einen mega Ruf einfach durch sowas. Und klar, EA ist vielleicht ein bisschen der Videospiele-Trump, so, ne? Lebt sich ungeniert, wenn der Ruf ruiniert ist. Ja, aber ich glaube, der Ruf ist nicht so wichtig. Die sehen ja. Wenn der Ruf kaputt geht. Ja, die sehen doch ihre Profite, ja, FIFA und solche Geschichten. Die sehen doch ihre Profite. Und die machen ja schon ein richtig krasses Plus durch ihre Verkäufe, ja. Und dann sehen die, oder die machen Konferenzen, wie können wir noch mehr Geld verdienen mit unseren Spielen. DLCs, und dann machen sie richtig krassen Reibach, ja. Und es wird ja auch gekauft. Es wird eher dazu hingehen, dass es noch schlimmer wird, ist meine Prognose. Es wird noch mehr DLCs geben, die noch kostenpflichtiger werden und noch teurer werden. Nur so Viertelspiele immer kaufen. Gibt es ja auch jetzt schon so Episodenformat. Finde ich jetzt auch gar nicht so. Naja, also ich finde es eigentlich nicht geil, aber ich finde es nicht verwerflich. Es gibt ja hier The Walking Dead zum Beispiel, was als Episodenformat veröffentlicht wurde und so. Finde ich ganz witzig, weil es ja auch an Anlehnung ist an eine Serie, die ja auch in Episoden kommt. Und man kann sich ja auch danach einfach als komplettes Ding kaufen. Aber ich weiß nicht, wenn ich ein Spiel hole, will ich da nicht irgendwie eine Woche dazwischen warten oder einen Monat oder so. Ja, ja. Das ist doch Quatsch. Nee. Dann will ich das durchzocken. Ja. Eigentlich gucke ich ja auch Serien lieber gebinged so. Ich habe ja keine andere Wahl, wenn die frisch rauskommen, muss ich ja übrigens Game of Thrones. Übelst nice, haben wir überhaupt nicht drüber geredet im letzten Brennpunkt. Nee. Aber wenn ich die Wahl habe, gucke ich es ja auch lieber am Stück, statt irgendwie zu warten. Deswegen muss das nicht sein. Aber finde ich erstmal nicht verwerflich. So. Ich glaube auch, dass es noch schlechter wird, finde es aber nicht gut. Und ich glaube, dass es firmentechnisch gesehen natürlich voll klug ist, das zu machen und das richtig auszuschlachten. Aber es ist mehr so ein Hier-und-Jetzt-Ding und nicht Langzeitinvestition. Ja, also dahin geht es halt. Wirtschaft und Geld in allen Branchen, auch ja, in der Musik. Aber über lange Zeit wird halt EA immer einen schlechteren Ruf bekommen, immer, weil die immer mehr, die setzen immer einen drauf, was können wir noch mit den Leuten machen, wie weit können sie gehen? Da würde ich gerne EA so ein bisschen mit der AfD vergleichen, die lotsen die Grenzen immer weiter aus, bis halt das Sagbare immer krasser wird und das, die Leute gehen mit einfach. Ich glaube, EA wird die Grenzen einfach verschieben und wird sich selber. Also Leute, geht da nicht mit. Kauft kein Darth Vader für $50. Nee. Das war ja immerhin ein Ding, wo sich die ganze Industrie drüber aufgeregt hat. So. Und das meine ich, das ist war einfach. Die ganze Industrie. Es war ja. Ein einsames Dorf in Gallien hat Darth Vader freigespielt, freigekauft. Ja, also wenn es die halt gibt, die Leute, die das machen, dann wird es auch weiter passieren. Und es wird mehr passieren. Die Menschen. Aber wir haben doch hier die Reichweite, Leute. Alle auf der Welt hören uns gerade zu. Ja. Lasst das sein. Macht's nicht. Regt euch auf,
wenn solche EA-Sessions hier vom Stapel gelassen werden, finde ich nicht gut. Und kauft nicht. Jedes Jahr FIFA kauft man nur jedes zweite Jahr FIFA. Oder spielt mal Fußball im Freien. Nein. Es gibt so ein richtig geiles Spiel für, das ist so eine Konsole, die kennt heute kein Mensch mehr. Ist noch vor Atari, vor Amiga, wie die ganzen Dinger heißen, so uralt. Gab es auch, glaube ich, nur ein paar Spiele für, die hat Herr Rodes gehabt. Und da gibt es ein Fußballspiel drauf, wo man noch East Germany spielen kann. Richtig geil. Das kann ich euch nur empfehlen. Spielt das lieber als FIFA, Leute. Ja, die älteste Konsole der Welt, die Natur. Oh, ist das schön. Und von der Natur ist so viel mannigfaltig. Also draußen kannst du alles spielen. Kannst auch GTA draußen nachspielen. So, keine Altersfreigabe. Ja. Großartig. Ja, Videospiele, ein großes Thema. Ja. Und ich hoffe, dass die Zukunft rosig ist. Also der Trend zu Singleplayer-Erfahrungen wird, glaube ich, wieder etwas stärker. Ja. Also, wenn man sich anguckt, wie, ja, auch wieder zweischneidiges Schwert, Red Dead Redemption wurde so hart gehypt. Gut, es hat, glaube ich, jetzt die Spiele des Jahrestitel nicht so krass abgesahnt, wie alle Leute gedacht haben. Hm. Das war dann stattdessen ein anderes Spiel, ich weiß gerade gar nicht welches. Also, der Hype war kurz von Redemption. Nee, aber es war halt dieses, gut, ich habe mich vielleicht auch in einer Blase bewegt, ne? Hm. Aber es war schon dieses, ja, guck doch mal. So geil kann es sein, wenn man einfach fucking Singleplayer macht. Es muss doch nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty. Und das meine ich ja auch. Da war es ja auch so, dass die Leute nach einer Zeit gesagt haben, nee, feiern wir nicht. Da war es ja auch kurzzeitig so, dass der Trailer von, ich glaube, Call of Duty Ghosts war es, glaube ich, noch nicht. Da hat es angefangen. Was weiß ich kenne die ganzen Titel auch nicht. Irgendwie der 8., 9. Teil. Irgendwann hat es halt umgeschlagen. Hm. Und die Leute haben einfach keinen Bock mehr gehabt und der Trailer dazu war kurzzeitig auch das meist gedislikte Video oder so. Oder ich glaube verhältnismäßig. An Baby von Justin Bieber kamen sie nicht ran, aber das Verhältnis war so beschissen, dass man fast keine Likes mehr gesehen hat an diesem Balken. Und weil die Leute halt einfach keinen Bock mehr haben. Und solche Aktionen muss es öfter geben, finde ich. Ja. Leute, brennt mal nicht irgendwie Notre Dame an, sondern EA Headquarters. Ja, richtig. Vielleicht kriegen wir wieder ein kostenloses Spiel rein, das wäre schön. Das war gerade übrigens Satire. Ja, das, im Zweifel das immer. Das war nicht ernst gemeint. Herr Kleine, nein. Bitte. Sie hören uns doch zu, Sie kennen uns doch, ne? Wir würden nie sagen, dass Leute wirklich was anzünden sollen. Nicht wirklich. Ja. Also hypothetisch. Nur ein bisschen. Wir meinen damit, dass man die nehmt die metaphorischen Idee. Fackeln genau, und stellt euch vor das metaphorische EA-Hauptquartier, genau. Indem ihr E-Mails verfasst oder eurem Unmut in Internetforen zur Geltung bringt. Der ideelle Blitzkrieg. Es geht nur um Ideale. Richtig. Im Kopf und Ideen. Letztendlich. Und die Whales können ja auch weiter rumwahlen, ne? Finde ich jetzt auch erstmal. Ist auch nicht der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt verwerflich. Weil die ermöglichen quasi. Also, wenn es das ermöglicht, dass die anderen die Spiele normal spielen können, ohne. Also, es gibt ja auch Free-to-Play-Spiele, die ohne Geld zu bezahlen einfach scheiße sind. Ja. So. Und wenn Whales ermöglichen, dass das nicht der Fall ist, dann finde ich es voll in Ordnung. Dann finde ich es ja geil. Dann tun sie ja was für die Community als Ganzes. Ja. Also, ein Lob an dieser Stelle. Ja. Ich bin übrigens mehr der Konsolenzocker übrigens, habe ich gar nicht auch. Erwähnt. Ich auch. Gehe ich extra nochmal näher ran, damit es die Leute hören. Aber auch nur, weil meine PCs, die ich hatte als Kind und Jugendlicher, immer scheiße waren. Die konnten nicht mehr Sims spielen. Das Wasser war immer rot. Ich hatte früher natürlich, ne, Prinzip Hate, wenn man dumm ist, sagen, oh, PC-Spiele voll scheiße. Aber im Prinzip war es für mich einfach nur, dass ich mit Maus und Tastatur nicht klarkam. Ja. Ja, ich weiß, man kann da auch einen Controller ranstöpseln, bla bla bla. Aber weißt du, was ich will? Ich will die Konsole anmachen, die CD einschieben und losspielen. Ich will nicht irgendwie, oh, jetzt musst du hier noch was einstellen. Dann musst du jetzt gucken, ob die Grafikkarte das kann. Musst du da ein bisschen dran rumschrauben. Oh, dann installiert es erstmal drei Stunden. Ja. Ah nee, vorher muss ich es mir noch vom Server runterladen. Nein, ich möchte, gut, auch das ist jetzt auf PlayStation 4 schon nicht mehr so, dass du einfach einlegst und loslegst, sondern du musst auch da installieren. Ja. Aber im Grunde will ich Komfort. Ich möchte mich auf eine Couch setzen, nicht auf einen scheiß Drehstuhl. Und auf den Fernseher gucken. Ja, zurücklehnen, einlegen und losspielen. Wie gesagt, hat sich geändert. Nintendo 64, damals drückst du auf den Knopf, warst eine Sekunde später im Spiel quasi. Ja. Auch das hat sich gedreht. Ja. Aber ist ja verständlich. Die Spiele. Also jetzt die PlayStation 5, ne, soll ja mit 8K daherkommen. Holy shit. Ja, also da kann man Frauen auf den Arsch gucken,
Ja, damals musste man noch bei Tomb Raider auf Pixelbrüste gucken und so, und heutzutage hat man 8K. Die gab's also ja wirklich, wisst gar nicht, wie gut es uns geht. Die gab es ja wirklich, die Menschen, die vor Tomb Raider masturbiert haben, ne? Die Jugendlichen. Habe ich gehört. Ja, ich auch. Nee, habe ich nicht gemacht, weil auch das ein PC-Spiel war, glaube ich. Hm. Also, weiß ich gar nicht. Gab es das für Konsole? Ja, doch. Stimmt, doch, für PlayStation doch, 1 gab es das auch. Für PS1 hatte ich es auch, ja. Nee, aber habe ich nicht gezockt. Tomb Raider, also auch heute, Uncharted ist das bessere Tomb Raider. Keine Ahnung. Steinigt mich. Auch mit Reboot von Tomb Raider ist das noch besser. Ja, wollen wir die Woche ein Videospiel Revue passieren lassen, oder? Ach nee, aber allgemein, ich bewerte Videospiele in meinem Leben. Also wie viel Prozent nimmst du denn ein? Ich würde nicht mal 5% sagen in meinem Leben. Das ist echt relativ wenig. Also aktiv, na gut, wenn ich Magic mit reinnehme, ist es natürlich ein bisschen mehr. Aber aktiv ist es bei mir auch 5% oder so. Aber ne, was ich mich damit beschäftige und wie ich es im Herzen fühle, sind es halt schon bestimmt 20, 30. Hm. Also ich ohne Videospiele, das wäre ein bisschen trauriger. Da hätte ich zwar immer noch, ja, Magic und Parkour und Skateboard fahren und Gitarre und so, aber es würde was fehlen. Und Arbeitsamt. Es würde einfach was fehlen ohne ja, das Arbeitsamt. Geht mir auch so. Ist dir mal aufgefallen, dass die Leute beim Arbeitsamt sehr kurze Arbeitszeiten haben? Das Arbeitsamt macht irgendwie von 11 bis 15 oder so haben die auf. Das ist ja ironisch, ne? Ja, das ist sehr ironisch. Die Leute, die sagen, ey Leute, Arbeiten ist wichtig, das steckt in der Genetik des Menschen drin, dass ihr hier von 8 bis 16 auf Arbeit steht für Mindestlohn. Ja, kurzer Seitenhieb nur an dieser Stelle. Ich weiß nicht die genauen Zeiten, aber ich war da auch ewig nicht. Aber da war es auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, hä? Ich bin jetzt hier 16 Uhr, warum ist denn dieser Laden schon zu? Das Arbeitsamt, der ja. Name ist nicht Programm. Nein. Naja, nette Leute da, Grüße gehen raus an diese eine. An die Agentur für Arbeit übrigens heißen die jetzt. Ja, stimmt. Oh. Gut, ich wollte es mal gesagt haben, gut, sonst kommen wir ganz viele Anrufe. Gut, dass wir da auch nochmal drüber geredet werden, haben, denn aufs Arbeitsamt muss ich nicht, wegen netten Whales und richtig. Netten Supportern, die in meinen Stream, der ja auch fast ein Videospiel ist, Geld reinpumpen. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für das Kaufen dieser Episode. Richtig. Ich hoffe, es war informativ. Wir waren vielleicht ein bisschen weniger lustig aufgelegt heute, aber das Ding ist, ein bisschen fuckt es mich auch einfach ab. Ja. Muss ich sagen. Also wenn ich die Wahl hätte, ich glaube jeder, und das ist ja der Punkt daran, wenn jeder von uns die Wahl hätte, Microtransaction, DLC, all das, ja oder nein, dann glaube ich eigentlich alle nein sagen. Ja. So, dann lieber ein komplettes Spiel. Richtig. So, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, schade, dass es nicht mehr ist wie bei San Andreas, wo ich das Spiel einlege, loszocke, 200 Stunden, übelsten Spaß habe, mehr als 200 Stunden. Ich kann das heute noch zocken, nach 1000 Spielstunden und so. Hm. Mega Spaß, ohne dass ich irgendwie dran denken muss, okay, komme ich jetzt an eine Paywall, wo ich nicht mehr weiterkomme? Oder sammle ich jetzt die Päckchen oder kaufe ich es mir lieber? Nein, ich sammle sie lieber. Das ist eben ein sehr emotionales Thema. Ja, und wenn ich die Päckchen sammle, dann habe ich ein Sense of Pride and Accomplishment, liebe EAs. Also wenn ihr jetzt zuhört, fickt euch. Darf was sagen Sie, Herr Kleine? Was sagen Sie? Was Sie, spielen Sie gerne? Sie sollen nicht mit sich selbst kopulieren. Sie sind ein ganz netter Mensch, denn Sie kommen demnächst mal bei uns hier vorbei und richtig. Auch für diskutieren Sie gilt mit uns. Das Angebot 20 Euro und wir reden über Sie. Ja. Und wenn Sie hier wirklich mal vor Ort kommen wollen, dann würde ich sagen 40 Euro, oder? Also, dass wir den hier reinlassen, da musst du aber schon unten ordentlich. Ja, auch 50 Euro für den guten Zweck. Ja. Da muss ordentlich Geld für. Die 50 Euro können wir dann an Notre Dame spenden. Hä? Stimmt. Da ist das in die gut investiert. Richtig. Hm? Naja, gut. Vielen Dank, Queen Sarah, fürs Kaufen dieser Episode. Vielen Dank an zukünftige Käufer. Wir können über jedwede Themen sprechen. Bucht uns gerne, denn das kommt auch dem Brennpunkt zugute. Jawohl. Das wird alles reinvestiert. Also, egal was euer Thema ist, wir wissen bei allem Bescheid, wie ihr wisst und wie ihr gehört habt. Und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Das ist besonders wichtig. Zu allem, was wir gesagt haben. Das müssen wir mehr pushen. Ja. Ich mag nämlich Kommentare lesen. Und wir müssen ich irgendwie auch. Mehr zur Interaktion aufrufen. Ja. Hasserfüllte Leserbriefe ist das eine, aber schreibt auch Kommentare. Kommentare und liken, teilen, subscriben, Glocke aktivieren. Ja, heutzutage darf man das sagen, ist gesellschaftlich anerkannt. Herr Tutorial wurde dafür noch verbal ins Gesicht gepisst. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja. Gut. Die Musik ist ja gerade auch schon wieder ein bisschen unanständig. Ja. Laut. Also mein Trommelfell ist gerade. Vielleicht kann ich ein bisschen Geld investieren, dass die Musik ein bisschen leiser wird. EA, ja, was bitte. Sagt ihr dazu? Nur mit DLC. Tschüss. Ciao.